Es ist eine dünne Bank und man führt. Und diesmal hat es deutlich besser geklappt, als was wir vorher gesehen haben, dieser Tausch zwischen Hollmann und Kosinski. Und dann hat diesmal der Alex Kahn aufgepasst, ihn nicht durchlaufen lassen. Damit den Angriff verhindert. Das war diesmal deutlich besser jetzt im zweiten Kreis für Rostock. Und das war hervorragend gespielt. Harms auf Christian Wilczek zum 7:5 für Rostock. Und Freiburg für Rostock gepfiffen. Jetzt zieht so ein bisschen den Unmut der Zuschauer jetzt auf sich. Und das Tor für Empor Rostock durch Martin Kosinski. Und Lars Lütermann mit der Einzelaktion. 1:1 durch zwei Leute durch. Mit seinem dritten Treffer 6:8. Klare Worte von Mike Stenzel an seine Vorderleute. Richtig zuzugreifen, weil jetzt brauchen wir jeden Mann. Man hat nicht so viele Leute zum Wechseln und da kommt es auf jeden Einzelnen an. Los Handball, Erik Harms. Und da hat Henrik Strauß sehr gut aufgepasst, ist rausgerückt. Leitet den Konter ein, Marco Ohm und der macht ihn sicher. Sein erster Treffer, 7:8. Kreuz. Da ruft der Trainer von beiden zu, da ist das Kreuz. Und er kommt trotzdem zum Wurf, der Benny Holz. Aber Mike Stenzel ist auf der Hut. Und holt sich den Ball. Und jetzt die Chance für die Lewitzer zum Ausgleich. Traut sich Wach nicht hochzusteigen. Wieder nicht. Und da müssen sie aufpassen, sonst heißt es gleich wieder passives Spiel. Und tut der Mann sehr schnell, aber auch hervorragend gehalten von Johnny Hagen, der da sofort unten ist mit den Füßen im Spagat. Und Erik Harms. Auch mit der freien Möglichkeit zum Wurf, aber er wirft am Tor vorbei. Und oder hat er erst geglückt, der Ball war schon weg. Philipp Mint schon auf dem Weg zum gegnerischen Tor. Aber dann abgepfiffen. Freiwurf für Banskoletzen. Wieder Lars Klütermann. Und dann ging ein Rostocker zu Boden. Hat er scheinbar was am Kopf abbekommen. Da steht er wieder, der Martin Kosinski. Es
geht. Also weiter für ihn und die Zeit haben alle Beteiligten nochmal genutzt. Die Schiedsrichterinnen, um sich nochmal abzusprechen in ihrer Linie. Die Bandscorer, um nochmal ihr Angriffsspiel etwas zu verfeinern, dann noch die ein oder andere Absprache zu treffen und durch diese ungeplante Auszeit jetzt wollen wir mal schauen, was es bewirkt hat. Das Kreisanspiel von Klötermann kommt bei Klatt nicht an. Und der Konter für Rostock. Und Mathis Hollmann mit dem Treffer zum 9:7 für Rostock. Gelbe Karte für Erik Harm. Hendrik Strauß bleibt im Block hängen. Und Fuß und er wirft nach. Nachdem schon lange gepfiffen war, sagt er, hat es nicht gehört. Es gibt Gelb gegen Philipp Mitt. Gnade vor Recht hat sie da ergehen lassen. Hat ihm geglaubt, dass er es nicht gehört hat, aber trotzdem. Die Bestrafung muss sein und deswegen. Hätte es eigentlich 2 Minuten geben müssen, sie entschied sich für Gelb. Freiwurf für die SG Bahnskoletin. Das Spiel über Außen und Robert Schneidewind erfolgreich nach dem Anspiel von Hendrik Strauß. Zum Anschlusstreffer 8:9. Und da ist die Abwehr völlig entblößt auf der rechten Seite und Philipp Mint mit seinem zweiten Treffer zum 10:8. Da fällt den Leverzen jetzt auch viel zu wenig ein. Man lässt das schnelle Spiel, das ist Spiel auf einer Seite, das schnelle Durchspielen etwas vermissen. Robert Schneidewind erneut und er bekommt den Freiwurf. Und auch von hinten von Mike Schlenzel kommt die Anfeuerung. Und Klötermann scheitert mit einem Wurf. Der schnelle Angriff verpufft. Bei Empor und es gibt den Freiwurf für die Männer aus der Hansestadt Rostock. Es gibt 7 Meter jetzt. Für Empor Rostock. Sorgt für etwas Unverständnis auf der Tribüne. Benny Holz
am 7-Meter-Punkt. Und übertreten sieht man auch nicht so oft in der MV-Liga. Zumindest nicht, dass es gepfiffen wird. Und das war klasse gespielt. Glütermann auf Christian Klatt, der sich da sehr gut durchgesetzt am Kreis zum Anschlusstreffer 9:10. Und Benny Holz scheitert an Perry. Mike Stenzel. Und Marco Ohm mit dem Konter zum 10:10. Der Ausgleich. Und da war Johnny Hagen noch fast dran am Ball. Lag da mit den Beinen quer in der Luft. Trotzdem kann das nicht verhindern. 20 Minuten gespielt, 10:10. Stürmer Foul entschieden. Und Bansko nimmt das Tempo raus erstmal. Wechselt nochmal Angriff und Abwehr. Alex Kahn mit Robert Schneidewind. Und das Tor von Lars Glütermann zur Führung für die SG Bansko-Lezen. War sein vierter Treffer. Hat Christian Glatt 2 mit einem Kreis gebunden und dann war die Lücke da. Und das Tor. Martin Kosinski mit dem 11:11. Und 7 Meter für die SG Bansko-Lezen. Lars Lütermann ärgert sich noch über seinen Pfostentreffer und Henrik Strauß dann gedankenschnell hat den Ball als erster und holt den 7 Meter raus. Und er wird erneut ausgeführt durch Lars Lütermann. Dieser sicher verwandelt. Es ist der 5. Treffer von Lars Glütermann in diesem Spiel. 12:11. Und von außen scheitert Mathis Hollmann an Mike Stenzel. Und Auszeit genommen durch die SG Bansko-Lezen. Und da gibt es auch viel zu reden beim Tabellenführer.